Ja, die Verbesserung der Kurzprobe. Ich rechne die Aufgabe und du checkst mal, ob du es genauso hast oder wo bei dir ein Fehler passiert ist. Es gibt, wenn du die Zahlen richtig kürzt und vereinfachst, 2 Punkte und es sind insgesamt 4 Potenzgesetze anzuwenden, nämlich die beiden mit gleicher Basis und multiplizieren, anschließend die beiden oder das, was da entsteht, dividieren. Und dann 1 die B-Elemente geteilt durch und die C-Elemente geteilt durch. Gibt jeweils einen Punkt. Da unten ist der Notenschlüssel. Kümmern wir uns um die Zahlen. 37 durch 7 ist 5. Dann ist der 7er weg. Geteilt durch 3 ist 1. Geteilt durch 3 ist 2. Dann habe ich hier eine 5 und hier eine 5. Die Kinder sind auch weg. Dann kann ich noch 4 durch 2 teilen. Es bleibt also 2 übrig. Anschließend einen Bruchstrich, kümmere ich mich um das Zusammenfassen der Elemente mit a als Basis. Die Basis ist gleich, der Exponent wird addiert, wenn man multipliziert. A hoch 18 mal a hoch minus 15. Die Exponenten addieren. 18 plus minus 15 ist 3. Dann schreibe ich die restlichen Elemente ab. Ich habe hier b hoch minus 8 und c hoch minus 11. Im Nenner habe ich drei unterschiedliche, die schreibe ich jetzt erst einmal nur ab. Das A-Element sortieren kann ich es. Das B-Element und das C-Element. Okay, jetzt sind einmal eine geteilt durch Aufgabe, noch eine und noch eine geteilt durch Aufgabe. Das sind diese 3 Punkte hier. Also 2. Ich teile 2 Potenzen mit gleicher Basis, indem ich die Exponenten subtrahiere, minus rechne. 3 minus 2 ist 1, also bleibt hier a hoch 1. Den Exponenten plus 1 kann ich weglassen. Nächste Aufgabe. Die Basis ist gleich, es wird geteilt. Die Exponenten werden subtrahiert, minus 8 minus minus 9. Minus 8 minus minus 9, also plus 1. Auch hier kann ich den Exponenten weglassen. Plus 1. Schauen wir uns die letzte Aufgabe an. Wieder die Basis gleich. Die Exponenten werden subtrahiert. Minus 11 minus minus 12 ist wieder 1. Also C. Es bleibt übrig 2abc. Das wären diese 6 Punkte und würden hier zu einer guten Noten führen. Okay.